Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de vorher. Heute zocken wir Disc Ninja auf der Oculus Quest 2. Und ich würde sagen, das ist ein Teleport-Simulator. Wir sind in verschiedenen Levels unterwegs. Wir haben eine Disc, eine Frisbee-Scheibe, würde ich fast sagen. Und die müssen wir so gut wie möglich werfen, um uns an den nächsten Ort zu teleportieren. Und so immer weiter, bis wir einen Drachen erreichen. Den müssen wir einmal abschmeißen und dann haben wir das Level geschafft. Ja. Danke an meine Sponsoren Voodoo VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und VR Rock Prescription Lenses. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ja, wir haben eine Disc. Ja, und tu das mal gerade rekalibrieren. So, wir haben hier eine Minimap. Wenn wir die uns angucken, dann sehen wir, guck mal, wir sind hier unten. Wir müssen dann hier hoch, bla bla bla, hier oben zu dem Drachen. Wir müssen immer den Drachen erreichen, ja. Wegschmeißen. So, und dann nehmen wir einfach diese Disc und können die wegschmeißen. Also so eher nicht. So, ja, und dann sind wir nämlich, das ist quasi ein Teleporter. Das Spiel ist, ich würde es jetzt mal sagen, es ist ein Walking-Simulator mit Teleportation durch Discs. Irgendwie. So. Also, ich habe das ja schon vorher ein bisschen gespielt hier. Und, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das wahnsinnig erfreut hat. Oder sagen wir mal so, ja. Wenn wir die Disc nehmen, dann können wir noch den A-Knopf gedrückt halten, dann können wir hier so eine Zielhilfe so ein bisschen aktivieren, ja. So. Hier sind halt unsere, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht mein Regal zerstöre. Ach Gott! Immerhin. Super. So. Na, 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 na. Achso, ich kann auch gerade stehen bleiben, ja. Wir müssen da oben hin, glaube ich, ne? Eieiei. Zack. Also es geht natürlich darum, so wenig Würfe wie möglich zu haben. Wobei ich aber, glaube ich, nicht sehen kann, dass hier eine maximale Anzahl an Würfen vorhanden ist. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wo... Also, wo hier der Spielspaß sein soll, ehrlich. Achso, diese Dinger kann man auch noch einsammeln. Da kriegt man hier so Karten. Ne? Ich guck mal kurz auf der Minimap. Geht runter. Es geht jetzt runter. Wo ist dieses Ding da? Schmeißen wir die Disc mal da runter, ja. Ja, oder auch nicht. Dann müssen wir einmal kurz an die Kante gehen. Hä? Muss ich das verstehen? Jetzt muss ich aber dann nochmal gucken. Okay, wir müssen... Da ist dieser Turm. Das heißt, wir müssen hier runter. Hä? Ja, aber das kann ja nicht sein. So, wir müssen da hinten hin. Hey, das sieht aus wie eine hässliche Levelbegrenzung. Wir müssen aber wirklich hier lang. Hä? What? Okay. Puh. Das ist ein Scherz.
Perfekt. Das war, glaube ich, ziemlich gut, ne? Muss man sagen. Da hinten ist der Drachen. Hätte man besser machen können. Und jetzt könnte man natürlich direkt versuchen, den Drachen zu treffen. Ach du Scheiße, erbärmlich. Erbärmlich. Komm schon, komm schon. Nein. So. Scheiße, da war noch ein Schatz. Weil die Motivation, diesen Schatz zu suchen, ist irgendwie... Ja. Seht ihr, ich habe viel mehr Würfel gebraucht, als man eigentlich haben sollte. Also man muss das schon üben und richtig schmeißen. Allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen Angst hier mit diesen weiten Ausholungen, weil hinter mir stehen meine VR-Brillen. Ja. So, jetzt haben wir die nächste Map. Wird natürlich immer schwerer, ne? Wir müssen dann jetzt da und hier und da lang. Vielleicht kann man natürlich auch einfach das Ding da hochwerfen. Ne? Wir können natürlich mal ausprobieren. So nicht. Da oben vielleicht auch schon, ne? Seht ihr das? Ich will nichts zerstören hier. Ach Gott im Himmel. Ach du Scheiße. Schlechter kann doch kein Mensch werfen. Ja? Nein. Ja, 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 nein! Leck mich doch fett! Komm, next, next, next. Puh. So, da oben müssen wir jetzt hin. Gibt es hier noch irgendwas zum Abschmeißen? Ich würde natürlich ganz gerne abkürzen und da oben das hinschmeißen, ne? Aber ich glaube, das gibt keinen. Ach Gott, ey. Also irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir das Gefühl, dass das eigentlich woanders hingehen müsste, als ich schmeiße, ja. Ja, genau. Natürlich landet es nicht an der Kante. Warum auch? So. Na, blödes Ding, ey, ohne Scheiß. Er ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist auch nicht wahr. Ich habe jetzt schon 3000 Mal mehr, als man eigentlich haben sollte, wahrscheinlich. Na, und? Komm schon. Yes. Oh, ist ein... Ah, ja doch. Ist das die richtige Richtung? Genau. Doch, ist richtig. Wenn ich die jetzt wieder runterwerfe, dann bin ich natürlich wieder... Am Anfang. Holy moly. Warte mal. Was ist eigentlich das hier? Okay. Das ist Restart. Nee, warte. Nee, nee, das ist Menü, ne? Continue. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, ne? Ganz ehrlich. Scheiße. Der geht auch immer im Kreis, ne? Komm schon, du Drecksack! Ja, ja, ja! Yes! Da ist der Drachen, da ist der scheiß Drachen. Ein bisschen wieder zurückgehen.
Ich will natürlich jetzt nicht schon wieder. Wow, holy shit. Ist natürlich sau schlecht, was ich hier mache. Ne? Also nehmt das jetzt nicht als Standard. Ist halt das Problem, wenn du es falsch wirfst, dann bist du halt wieder weg vom Fenster. Ich glaube, das war gut. Oder. Oh! Ach komm schon! Yes! Nein, ich werf nicht dieses Ding ab. Ja, mit 4000 mehr Würfen als geplant. Wahrscheinlich, ich denke mal, das waren so 15, ja 17. Und ich habe 34, wie schlecht kann man sein? Wir gucken uns einmal kurz die nächste Map an. Die sieht so aus. Ja, also es ist tatsächlich so, das ist halt ein Teleport-Simulator quasi, ja, mit einer Disk. Ob das jetzt wahnsinnig aufregend ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich finde es jetzt, naja, egal. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Disk Ninja. Ja, Leute, also, ich weiß es nicht. Für mich ist das einfach nur ein Teleport-Simulator. Und das auch noch nicht mal in so einer tollen Umgebung. Also sind manchmal Texturen oder die Umgebung, naja. Also vielleicht ist das Multiplayer ein bisschen lustiger, aber letztendlich stehst du da, wirfst die Disk und sogar das, also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Disk nicht dahin geht, wo ich es erwarten würde. Kann an mir liegen, kann am Spiel liegen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte wenig Spaß dabei. Wenig Spaß. Da ist auch nicht so viel Atmosphäre irgendwie. Puh. Ich weiß es nicht. Also vielleicht gefällt euch das ja ganz klar. Ich mag ja eigentlich so ruhige Spiele, aber das, weiß ich nicht, das ist mir nicht so geheuer. 20 Euro dafür. Puh. Nun, also ich gebt da Daumen nach unten, tut mir leid, ist nichts für mich. Ihr habt es gesehen, vielleicht gefällt es euch. Ich hoffe, mein Video hat euch trotzdem gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Voodoo.de